Willkommen zurück zu Berserk, and the Band of the Hawk. Weiter geht's mit der Pichaka-Invasion. Im Let's Part sind wir eben halt jetzt in dieser Hafenstadt angekommen, in Retainus, und jetzt greifen sie uns schon wieder an. Wahrscheinlich kommen jetzt hier die Krokodile und sehen wir uns auch vielleicht sogar einen Apostel. Wer findet's heraus? Ich glaube, das hat man nicht schon mal im Anime nicht mehr gesehen. Deswegen bin ich gespannt, wer jetzt hier auf uns wartet. Before they can reach Farnese, Guts is summoned by Serpico. Meanwhile, at the Navy Yard of Retainus, in the Holy Sea Territories, a disturbing mist rolls in. Schon wieder der Nebel. Ja, diesmal müssen wir wieder Guts nehmen. Kein Problem. Los geht's. Wollen wir mal schauen. Damn! Took you long enough where to wander off to all night. Well, what about the ship? Where's Fali? A ship has been arranged. Yay! Farnese-sama wa Lady Farnese. Lady Farnese will not be rejoining you. She's not coming back, Fanny? What's up with that, Serpico? Who's gonna look after Keska? Mach du es doch! Kannst auch mal was machen, Ichido. Take this. If you show this letter to any trader in the city, you should be able to acquire a ship and as many sailors as you need. 当主のご息女であらせられるファルネーゼ様を当地まで無事お送りいただき、大変感謝しております。 On behalf of the Vendimian family, I offer the sincerest gratitude for safely returning the daughter of the head of the family. Formal thanks will be extended now by your leave. Wait, Serpico, please! Oi. Wake gurai hanashita tokoro de baachi wa atannei daro. Hey, there's no harm in at least telling us the reason, is there? Watashi no kuchi kara moushiageru koto wa nani mo arimasen. There's nothing for me to say on this matter. Omae to wa mou uchido yatte mitakatta ze. I want to fight you again, you know? The reason for that no longer exists. What the fuck? Klär uns mal auf! What gives? We've all cheated death together so many times that in the end it's a scrap of paper. Have a nice life! Da muss ich dir ausnahmsweise mal recht geben, ey. I think there are some circumstances they cannot tell us. When I touched Serpico's hand for an instant, a vision of Farnese's sad face came across, and Serpico's perplexity. It ain't like me to poke my head into people's affairs, but... よし、おちびども。おめえらに頼みがある。エルフにしかできねえことだ。 This definitely doesn't seem right. Hey, short stuffs. I've got a favor to ask. It's an elf-only job.
short stuffs. Fan engaged? It's true, Ivalera. You bet it! It is! We just got to look at this guy! You mean because she's going to marry him, she won't be able to travel with us anymore? The other way around. As a collateral for getting a ship, an engagement was suggested to her. Or something like that. Arranged marriages among nobles are pretty much a matter of course. Especially for her, the daughter of such a highly placed noble family. So what we do? It's what she decides herself, or so I'd like to think. That settles it. If the price for a ship is Keska's babysitter and good food, it just ain't much of a deal. Okay, die hat sich quasi, also Farnese hat jetzt sich quasi mit irgendwem da zusammengetan, mit so Adeligen, hat den geheiratet, nur damit Guts eben mal das Schiff bekommt, so habe ich das verstanden. What the fuck ist hier denn los? Defeat Zord, defeat Ganishka. What? Defeat Serpico without using a sub-weapons, wieso kämpfen die jetzt alle gegen uns? What the fuck, was ist das denn? Das klingt nicht einfach. Feed all of the spellcasts before any of the guard officers flee. Ja, okay. Erstmal Battle Preparation Shop. Erstmal gucken, was wir hier kaufen können. Nein, nicht den Copper Ring. Du hast mir die Beziehung geschissen, oder was? Topaz, den nehme ich gerne. Frenzy Offensive. Evasion. Geil. Nehme ich auf jeden Fall. Und haben wir hier noch was? Ja, Evasion, klar. Nehme ich. Gucken wir mal. Es könnte vielleicht sogar die letzte Schlacht sein, Freunde. Das sieht sehr final aus. Ach, Frenzy Offensive habe ich mittlerweile schon voll. Das war ein Fehler dann, der Kauf. Shit happens. Passiert. Na dann. Aber Evasion. Wo war das denn noch gleich? Hier. Das wollen wir natürlich benutzen. Hier mal Evasion. Hier mal Evasion. Ziehen wir es noch ein bisschen hoch. Evasion. Noch mehr Evasion? Ja, Range Up habe ich gesehen. Ja, aber da will ich lieber einen Stun, glaube ich, haben. Ja. Stun ist seltener. Evasion. Sehr schön. Da geht ordentlich was drauf. Bisschen können wir ja noch besser werden, ne? Ja, noch Evasion. Und. Gucken wir. Glaube, ich habe eben noch Evasion gesehen. Ja. Hier. Level 6. Wow, was ist das denn? Wow, was sind das für geile Sachen? Alter, was ist das denn für ein geiler Ring? Der ist besser als unserer. Jesus Christ. Oh my god. Slow burn, extends frenzy mode duration. Wow, was ist das denn geiles? Ach du Scheiße. Ring of the Huntsman, den nehmen wir auf jeden Fall rein. No matter what. Ja. Da muss ich jetzt die Skills kurz transferieren. Ring of the Huntsman. Boah, wo haben wir den denn her? Habe ich den gefunden im Endless Eclipse Modus oder was? Das ist ja mal ein geiler Scheiß. Nee, ich mach's aber jetzt noch nicht, Freunde. Weil das kostet mich wieder zu viel Geld und wir haben nicht so viel Geld, weil dann müsste ich ja auch den hier wieder mit verbessern. Mit den Rubinen und so. Ja, das mache ich bei Zeiten. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Das merke ich mir. Gut, Freunde. Dann geht's jetzt vielleicht los mit dem großen Finale. Ich weiß es nicht. Sieht echt final aus.
Legen wir los. Meet with Farnese ist unsere Wind-Condition und keiner darf fliehen. Alles klar. Guts kriegt das schon hin. Pichaka Invasion. Unable to find a ship sailing for Ilfheim, Farnese, the noble's daughter, returns to her family's home to procure a ship. However, she cannot continue traveling with the party and has to bid them farewell. For the condition to obtain the ship was that she is to be married. Yet Farnese had become a valued traveling companion they could not just leave behind. Guts party takes action to find out Farneses true intentions. Einfach selber mal nachhaken, was los ist, wa? Berserker Armor, ja. Ah, ist aber so eine kleine Map, als ob das schon das Finale ist. Nee, das glaube ich nicht, Freunde. Gucken wir mal. Was Zod kommt und... Boah, hier ist ordentlich was los. Gucken wir mal. Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, das kenne ich nicht mehr. Das kam im Anime nicht mehr vor. Deswegen weiß ich nicht, wie die Handlung weitergeht. Ich bin gespannt. Ja, komm. Aktivieren wir mal den Würfel. Das sind zwar nicht viele Gegner, wenn man jetzt hier mega Geld absahnen kann, aber... Ah, mein Gott. So, alle Tiger besiegt. Pichaka, so heißen die. Komischer Name. Können wir jetzt weiter? Ja, und jetzt kriegt Guts ein Duell mit Serpico. Wollte ja die ganze Zeit mal wieder gegen den kämpfen. Und jetzt ist es soweit. Will uns natürlich nicht zu Farnese lassen. Oh yeah. Ach, du willst mich nicht durchlassen. Das wollen wir mal sehen hier. Glaub ich spinne. Fang! Bam! Geiler Scheiß. Das ist keine Chance, Serpico. Du hast einfach keine Chance. Das hat jetzt nichts mit Berserker-Rüstung zu tun, Mann. Wir sind hier durch. Muss der Pico jetzt umhauen. Brauche ich nicht umbringen, aber bewusstlos werde ich ihn auf jeden Fall jetzt schlagen. Erste Leiste weg, easy game. Und wir haben noch den Rage Mod. Komm her, Serpico. Ist mehr nicht zu bieten, oder was? Lächerlich. Und das war's. Das müsste ihnen auf jeden Fall jetzt hier den Gnadenstoß geben. Bam! Was? Das hat gar nichts gebracht? Seriously? Wieso hat das nichts gebracht? Whatever. So geht's auch. Serpio is defeated. Aber hier geht's nicht weiter. Was machen wir jetzt? Guts, what are you planning to do when you see Lady Farnese? I don't know, but I see her, that's for sure. You really are one to leave things to chance. So, let's get going. We are in a hurry. Yeah, was it for real just now? Were you two fighting for real? Yeah. Ach, wie er guckt. Junge, chill. He's not that weak that I can go easy on him. That's what being a swordsman's like. We were definitely serious, but Guts had agreed to a tacit condition.
剣で果たし合いを挑んだ私には、たとえどんな不利な状況であろうと、剣で答える。I challenged him to a duel by the sword, and despite the disadvantages he may have had, he would answer by the sword. さっきのバケモンが気になる。うずぐずしてると置いてくぞ。That monster's got me worried. Don't linger behind. I leave you. Monster? この町が近いうち、戦場になるってことだ。Pretty soon this city is gonna become a battlefield. Farnese is in danger. Oh my god. 行きましょう。私がご案内いたします。Let us go. I will guide you there. あの、でしたらセルピコさん、これを。シルフェも持ち主の元に帰りたがっていたようです。Then Sepiko take these. It seems the Sylphs wish to return to their owner. Ich glaube, Sylphs sind diese Windgeister, die immer halt in sein Schwert lauern. Okay, jetzt sind wir wieder vereint. Oh Gott, was sind das für Gegner? Jesus. Sehen aus wie Teufel, ey. Oh, guten Schaden für normale Gegner. What the fuck? Oh ja, hol mal dich erstmal da raus, Farnese, Mann. Ja, es könnte ein bisschen gefährlich sonst werden für dich. Feed the Spellcaster. Mann, diese dummen Kuschans, die beschwören immer die ganze Zeit diese Tiger. Wie können die denn das? Könnt ihr auch nicht machen, ey. Finde ich ja gar nicht gut. Ich hätte lieber so ein paar süße Hauskätzchen. Aber immer diese gefährlichen Tiger, Mann. Unfair. So. Wow, was ist mit dem denn los? Einmal halten die voll viel aus. Das war nicht mehr schneller weg. Alle Pishakas besiegen, haben wir sowieso schon gemacht. Alles klar. Your family is here. It's an aristocratic world, you know. This is the last stop on your journey. この石のカゴの中でようやくわかりました。ここは私の戻る場所ではない。もう昔に旅立った場所なのだと。No, within this cage of stone, I finally realized this isn't the place to which I wish to return. It's simply where my journey began long ago. ただ懐かしくて立ち寄ってみた。それだけです。I just felt nostalgic, and I stopped for a visit. That's all.Yeah, now everything is back to normal. さ、面倒が起きる前にずらかるとするか。Let's get out of here before it gets too complicated. 終わりではないぞ。This is not the end.Hear me, I am the Emperor Ganishka of the Great Kushan Empire. I have come to this place to declare a proclamation of war against your infidels.Those illusions you saw, they are the start of a nightmare without end that will begin this night. Das war meine Ansage, ey. What's that huge face? I sensed an enormous sinister magic power. He was the same as...Those who attacked the mansion of the spirit tree and you, inhuman demon. An apostle ruler?
is dead. Another one of his followers. Does this mean he's involved with this war? Hey, look! The sky's red! The Kushans, Oh mein Gott, jetzt geht's richtig los. Oh my fucking goodness, was ist denn das, ey? Kanishka kommt und Zod soll ja auch nur ihr irgendwo sein. Er ist involviert, damit ist natürlich wieder Griffiths gemeint. What the fuck? Was ist das für eine Map auf einmal? Das ist ja schon gruselig. Ach du Scheiße, das wird echt nicht einfach, glaube ich. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Dann wollen wir mal. Schlagen wir erstmal die zurück. Town ist in Chaos. Ja, hier ist Willi, alles Chaos. Hier sind Kushans, hier sind Tiger, hier sind normale Gegner. What the fuck? Dann diese komischen Teufel. Hier sind Willi, alle Gegner auf einmal. Das sieht sehr final aus, ganz ehrlich. Ich glaube, es ist wirklich die letzte Schlacht. Jesus. Boah, Alter, was ist denn hier los? Spellcasters sollen hier irgendwo sein. Hier komme ich nicht durch. Versuchen wir mal hier oben weiter zu gehen. Schauen wir mal. Der sucht jetzt nach Spellcaster. Aber die vernichten den, verschwinden nächsten die Tiger, glaube ich. Was willst du jetzt von mir? Boah, es ist unübersichtlich. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen sollte, Freunde. Müssen wir vielleicht... Ja, wir müssen hier hin, oder? Zu den grünen Punkten. Und da sind wir jetzt. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Kann mir hier nicht helfen. Naja. Whatever. Ah, muss ich mir was anderes überlegen. Also hier geht's jedenfalls nicht weiter. Ja, ich finde keinen Spellcaster. Tut mir leid. Ja, da sind Spellcaster. Wo denn? Bitte. Ich sehe da nichts. Ach, der ist jetzt erst erschienen oder was? Jetzt muss ich nochmal zurück. Ich guck mal. Komme ich hier überhaupt nochmal durch? Ich denke nicht. Hier ist ja der Weg blockiert. Leider Gottes, auch wenn es auf der Karte nicht danach aussieht, was ziemlich beschissen ist. Das Spiel hat mich mal wieder getrollt. Hier kommst du nicht durch. Karte sagt, du kommst durch, aber du kommst nicht durch. Goddammit. Hat sich diese Scheiße ausgedacht. Und das gefällt mir jetzt gar nicht, ey. So ein unübersichtlicher Dreck. Was ist denn hier los, sag mal? Was soll ich denn machen? Ich finde hier nichts. Dreckkack. Was soll die Scheiße, Mann? Richt mich das auf. Das ist ein Scheiß. Soll Ganishka jetzt endlich kommen, diese feige Sau, ey. Nur große Sprüche klopfen und dann nicht hier antanzen, ne? Und seine komischen Bimbos erstmal in die Schlacht schicken, ey. So was Unnötiges, ey. So, Würfel, los geht's. Ordentlich Geld hier holen. Ja, ich weiß nicht, was zu tun ist. Tut mir leid. Ich kann mir hier nicht helfen. Du bist nicht einfach alle Gegner. Wenn es kein Ziel gibt, dann besiege ich einfach alle Gegner. Irgendwann müssen wir ja fertig sein, ne? Lächerlich, aber wahr. Komme ich hier dahin? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich komme ich so auch nicht dahin. Nee, komme ich auch nicht. Oh, ist das ein Dreck, Freunde. Es nervt. Das macht ja gerade gar keinen Spaß, ne? Was ist denn hier los? Komme ich so vielleicht dahin? Ich sehe hier nichts. Man kommt da nicht hin! Der ist irgendwie hinter der Mauer! Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Das geht mir so auf den Keks. Du kommst da nicht hin. Es gibt keinen Weg dahin. Auch wenn die Karte das sagt. Diese Karte ist die größte Hurensohn-Scheiß, die sich das Spiel jemals ausgedacht hat. Was ist denn das? Ganz ehrlich, was ist das? Es ist kein Weg dahin. Du kannst diesen Typen nicht besiegen. Vielleicht vor unten, aber allmählich gebe ich es echt auf. Weiß nicht, wie man da hinkommt. So ratlos war ich noch nie. Hier vielleicht. Tiger ignoriere ich, der respawnt doch eh die ganze Zeit. Ich verstehe es nicht, ey. Da ist er wirklich. Vor unten kommt man dahin. Ja, toll. Danke, dass die Karte mir das auch sagt, ne? Alter, was ein Scheiß. Das hat mich getriggert. Tut mir leid.
ist nervig. Den zu besiegen war echt nervig. Ja, jetzt! Aber da dieses Ausrufezeichen da war, dachte man, man kann da einfach so hin. Jetzt ist das ersichtlich, dass nur ein Weg dahin führt. Oh Mann, ey. Das war mal scheiße, ey. So, jetzt müssen wir diese Saber Troops da aufhalten. Dass sie hier unten nicht fliehen. Kriegen wir hin. Jetzt habe ich am besten einen Blick über die Karte. Stehen geblieben. Komm. Wir sehen jetzt nur die Offiziere. Mit diesem normalen Trumm halte ich mich jetzt gar nicht mehr auf. Aber der flieht. Kann. Ja, ich bin in meinem Feuer. Wobei, jetzt kämpft er tatsächlich. Wo wir es hier nicht entkommen können. Das ist deine letzte Station. Yes. Der Typ ist down. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Das ist der nächste und wir sind im Rage Mode. Und das müsste es gewesen sein. Bam. Nice. Mission cleared. So, wo ist Zod? Der soll ja hier auch auftauchen. Nosferatu Zod, der Unsterbliche. Am besten nochmal in seiner Beastform. Gucken wir mal. Oh, Serpico, ernsthaft. Du bist wirklich am Struggeln. Fool, du deine Farnese beschützen möchtest, bist du am Struggeln. Ist da Ganisha? Tatsächlich. Komm ich denn zu dem hin? Sag mal. Will ich schon besiegen? Ist ja auch irgendwie ein Ziel, ne? Besiege Ganisha. Ganishka. Oder wie der auch immer heißt. Kennt ihr halt nicht, ne? So weit ist der Anime noch nicht. So, da oben ist noch so ein blöder Spellcaster sein. Ich hoffe, ich komme da so einfach hin. Der Karte kann man ja nicht mehr trauen, ey. Komischen Teufel hier besiegen. So. Ne, der Karte kann man wirklich nicht trauen, oder? Jetzt hier hin. Komm schon. Yes. Haben wir doch gefunden. Da wollen wir mal. Let's go. War's das? Nee. Er hat überlebt. Er hat sich weggeportet. Lol. Kann sich porten, ey? Ernsthaft? Und er hat eine Aura. Vielleicht hat er sogar überlebt und das. Ja, der stand dann da einfach. Der wurde vielleicht einfach hingeschleudert. Nachdem er es überlebt hat. Wer weiß. Wenn er eine Aura hat, hält er halt mehr aus, ne? Kann mit allen rechnen. Spellcaster wurden besiegt. Kommt jetzt Ganishka höchstpersönlich oder was? Ich warte nur drauf, ey. Ganishka, der Emperor of Kushan, has appeared on the battlefield. Ja, dann komm her. Ja, jetzt kommt's zum Fight. First, I may say I'm impressed, but you are not a mere Kshataria. Are you followers of my arch enemy, the Hawk? That's the worst joke I ever heard. In terms of timing, anyway. Screw you. I'm pure bred human, right to the bone. Don't mistake me for one of you freaks. So that's it. Interesting. So then you are one of the branded. I have a proposal for you. Once you become a follower of mine. Schöner Witz, ey.
現在鷹の旗のもとに集結している。Nearly every apostle in this world has now gathered beneath the Hawk's flag. 当然その中にはおるであろう。その方に烙印を刻みし者が。Naturally included amongst them must be the one who carved the brand into thee. 要は混沌のるつぼの覇者。我が愛しき織田国に手をかけし者は、たとえそれが神であろうとも、けがし、おかし、蹂躙する。I am the supreme ruler of the crucible of chaos. Those who lay hands on my beloved corruption, even gods, defile, violate, and ravage it.結露に注ぎ、鷹とその光に群がりし虫どもをどす黒き血の海に沈めよ。Take thy blood imbued with male volence, pour it into my military rule, and sink Hawk and the insects that swarm in his light into a murky sea of blood.Your heart goes on beating for that purpose, and that alone. こいつは驚いたぜ。ゴッドハンドに立てつく使徒がいたとはな。さしずめ飼い主に噛みつく狂犬ってとこか。Now this is a surprise, an apostle who opposes the god, and so in the end, you're just a mad dog who bites his master.Nice. I can't say that I don't appreciate that, but you know, I just don't have the time. I couldn't care less about some food between monsters. Go ask somebody else.So be it. Then you shall repay me for the lives of my beasts with your own.